Los, Attacke, Leute. Attacke. Okay. Die Buffs laufen ab. Und go! Oh, wow. Shit! Der soll mal wieder runterkommen. Wow! Wenn du da in den Rang gehst, dann geht's eigentlich. Ich hab richtig Angst vor ihm. Jetzt ist er enraged. Und wilden. Und enwilden. Was war das für ein geiler Laser? Sind das so Drachen, die da außen rum? Wow. Ja. Autsch. Alter Schwede. Oh, ups. Der haut richtig Damage rein. Und ich buff mich mal. Der hat meine Buffs gelöscht. Hä, die sind einfach abgelaufen, oder nicht? Ich bin gestorben. Nein, ich habe gerade Buffs aufgefrischt. Oh, smart, Raymond. Ja, ihr müsst wiederkommen. Hinter diese Dinger stellen. Alter, wie lange ist man denn ausgenockt? Oh, scheiße. Ja, ich bin down. Ich 8 Sekunden, ich glaube, das zählt. Ich bin da. Nicht mehr lange aus. Ja, jetzt belauf mich. Autsch! Boah, dass die Dinger von hinten. Ich bin auch schon. Alter. Und die Dinger gehen auch einfach durch die Wände. Das ist richtig mies. Aber der Laser nicht. Ach, der Laser nicht? Ja, die Dinger auch. Ich bin fast down. Ja. Ich verpiss mich. Ich hab richtig Angst. Roll halt durch für uns alle. Ja, ich bleib einfach mal hier hinter dieser Säule. Bis ihr wieder da seid. Ah, shit. Ich schaff das, glaube ich, nicht. Ah, da bist du. Gott sei Dank. So, ich bin auch wieder da. Wow. Schnell ratzen. Oh, nee. Alter, geht der mir auf den Sack, der Typ. Ich verpiss mich wieder. Ich bin da. Und ich bin der nächste Ratz. Die Drachen müssen getötet werden. Drachen. Autsch. Oh, Alter, der macht richtig, richtig Damage. Aber wäre auch ein bisschen boring, wenn er es nicht machen würde. Oh, shit. Oh, nee. Wer ist er denn, Alter? So, jetzt stirbst du aber, mein Freund. Ja! Ja, oh, Mann. Wir haben's geschafft! Ha, Zaubersockel! Verbrauch erhöht permanent die maximale Anzahl an Schmuckstecken auf 6. Oh. Geil! Das heißt, das ist ziemlich rumbrüllen. Geil. Ja. Das ist ziemlich geil. Walter Freiwald. Ja, Hammer, Alter. Das ist ja mega mesisch. Ja, aber was tue ich da jetzt rein? Jetzt habe ich schon wieder First World Problems. Hat's nicht die ganze Zeit eins, was du noch drin haben wolltest? Ja, aber jetzt habe ich wieder ein anderes, mit dem ich liebäugel. Liebäugel. Ist das der letzte, also das einzige, was der droppt? Ja, Wizard Socket. Ich glaube, ja. Tatsächlich. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, was nimmt man denn da noch rein? Keine Ahnung, ich gehe jetzt auch erstmal nach Haus. Ich geh erstmal schlafen, Leute. Gicht. Gicht. Ich hab Gicht. Ja, Mensch, das nenne ich doch mal einen Fight. Nehme ich einen Pinguin oder nehme ich einen Papagei? Nimm doch einen Pakuin. Was möchtest du, Janis? Willst du einen Pinguin oder Papagei? Ach, ich nehme das, worauf du keinen Bock hast. Oh. Ach stimmt, das hatte ich ja vorhin doch rausgeschmissen. Ja. Das war nur so unscheinbare Samen. Samen, ne? Ich habe wirklich Samen gesagt. So, ja, dann haben wir tatsächlich alle Bosse durch. Richtig nice. Ich würd ein kurzes Päuschen machen und dann können wir jetzt ja eigentlich an den Hausbau machen. Oder?
als letztes. Geil. Dann kann das ja tatsächlich die letzte Aufnahme gewesen sein. Fürs Erste natürlich, bis das Spiel wieder mehr Content hat. Aber ich würde auf jeden Fall jetzt mal erst ein kurzes Pauschen machen, wenn das okay für euch ist. Nee. Ich wusste, dass du das sagst. Kategorisch nein. Alles klar, also bis gleich, ne? Nein, weil du es willst, Raul. Ich finde das gemein, dass Raul uns nicht ernst nimmt. Jedes Mal. Ich sag nein und er geht trotzdem. Nee, finde ich nicht gut. Jetzt haut er einfach ab und wir hängen jetzt hier und jetzt macht er sich gar keine Gedanken drum, ne? Immer nur an sich selbst denken. Das sind mir die Liebsten. Haben wir nicht Dungeon-Einrichtung? Wo ist unsere Dungeon-Einrichtung? Klar, Dungeon-Truhe. Müsste eigentlich extra Truhe. Dungeon-Böden und Wände. Achso. Aber wo ist denn die Dungeon-Einrichtung? Dann weiß ich es nicht. Aber irgendwo haben wir das ja, hier noch. Dungeon-Einrichtung, da ist es doch. Ich habe nur überscrollt. Ist die Frage, kriegen die im Knast, kriegen die auch ein Bett oder so? Ich glaube nicht. Ja, eigentlich nicht. Vielleicht ein bisschen Stroh wie bei den Tieren, ne? Ja, ich habe auch tatsächlich deswegen extra einen Strohboden hergestellt. Nice. Ach, Dungeon-Wände brauche ich noch. Mach ich schon mal den Kerker. Ja, ja, geil. So, da bin ich wieder. Noch grad rum. Oh, sorry, da habe ich jetzt gerade reingeredet. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne so eine Bibliothek machen. Und so, ihr kennt doch hier diese Zimmer, wo so immer diese Gentlemen bei diesen Kaminzimmern hängen. Sowas. Und ich dachte mir, das kann man ja eigentlich ziemlich gut miteinander kombinieren, oder? Und ich würde sagen, das mache ich hier oben direkt, hier oben in der Mitte, weil das ja unser Hauptraum ist, sozusagen. Dann lege ich mal los. Okay. Ich hoffe, wir haben genug Wände. Okay, ich tu's. Ja, wir haben genug Wände. Sehr gut. Dungeon-Einrichtung. Ich nehme mal alle Bücherregale raus. Aber wieso? Dungeon-Bank. Ja, ich nehme auch mal ein paar. Dungeon-Truhe sieht auch geil aus. Schade, ich wollte als Toilette im Knast eigentlich nur eine Pfütze auf dem Boden machen. Aber das geht leider nicht. Das kann ich nicht so nah an der Wand platzieren. Außerdem haben sie dann die Möglichkeit, sich zu waschen. Das stimmt, das möchte ich auch nicht. Das ist dann wieder Würde auch. Ja, das geht ja mal gar nicht. Mal gar nichts? Das geht ja mal gar nichts. Ach, ein paar Wände sollte ich mir vielleicht auch holen. Und du, Janus, was machst du für ein Zimmer? Machst Ginas Gemächer? Kann ich auch machen. Warte mal, ich brauche mal erst Möbel, Dingens. Und ja. Wände. Also die Dungeon-Kiste. Ich sehe Janus schon wieder nicht. Dungeon-Böden und so. Und direkt und darunter ist Dungeon-Einrichtung. Alter! Das will ich ja. So, mach ich mal. Hier gibt es natürlich genau keine Mitte. Das ist natürlich schade. Ich weiß nicht genau, wie groß du den Kerker machen willst, Raymond. Links oben, das reicht schon. Wenn ich so mache. Ah, noch einen. Gibt es ein Zeichen, was für Folter steht? Ein Zeichen? Zeichen für Folter. Kein Plan. Na gut. Obwohl, warte mal. Also Google zeigt nur Männchen, die sich gegenseitig alle umbringen.
Symbol oder so. Boah, das ist echt brutal. Aber nichts, ja, Folter, nee, das ist eher Gefangenschaft. Ui, hier gibt's echt wilde Sachen. Nee, aber nichts Allgemeines, vergiss it. So, ja, soll ich Jeanchens Gemächer dann irgendwo weiter vorne platzieren? Hier vorne rechts? Oder? Ja, genau, dachte ich auch, vorne rechts. Obwohl, eigentlich passt die, soll sie auch bei den Kerkern sein? Kommt drauf an, ne? Was wir, was wir mit ihr vorhaben. So. Vorhaben. Sie muss dann erfreuen auch. Ja. Sehr gut, es gibt zwei mitten. Ich muss ja Gott noch meinen Stove geben. Oh, ich hab Gott gar nicht meine Mission genau, abgegeben mit dem Drachen, ich Idiot. Ich hab eine Tache der Leere gekriegt. Die heißt wirklich Tache. Der ist nicht Tasche. Vielleicht schlecht übersetzt, aber. Ja, richtige Tache. Tacheles. Jetzt habe ich auch dieses Blinzelzeichen gekriegt, ich Idiot. Aber doch, ich konnte die Gott sei Dank auch nachträglich geben. Ein großer Beutel, aha. Dann braucht man den kleinen nicht mehr. Ersetzt den Beutel der Leere übrigens. Ja. Ach geil, dann können wir den ja wegschmeißen. Also da... Da ist auch das drin, was ich in meinem Beutel der Leere habe. Richtig. Meint er, das Spiel löscht sich, wenn ich jetzt meinen Beutel der Leere in den Beutel der Tasche der Leere mache? Ah, die Dune abgestürzt. Ja. Dann explodiert dein Computer. Müll geteilt. Alles explodiert. Hä? Ihr könnt, wenn ihr die den Tasche öffnet, den Beutel reinmacht, könnt ihr den Beutel in der Tasche öffnen und habt dann was in der Tasche ist. Ich liebe das Öl zu stimmt. Stimmt. Ich hab's auch gerade gemacht. Aber das bringt halt einfach mal gar nichts. Okay, das ändert nix. Mit einem mächtigen temporären Schild. Ja, die haben jetzt hier natürlich immer einfach alles reingeschmissen. Den habe ich schon. Glanzgürtel. Die muss es doch geben hier. Kleinen Mini-Betten. Das geht doch nicht klar. Rettungsleine und gefrorenes Herz. Das ist eigentlich richtig geil, ne? Das ist Leben erhöht. Aber gefrorenes Herz haben wir, glaube ich, nicht. Sprint. Ist ja echt bescheuert, dass er die nicht trennt. Champion Shield, Wächterhülle. Ach, was mache ich mir eigentlich so eine Mühe hier mit dem Sortieren? Oh, oder sowieso nicht so im selben Detail. Aber mir fehlt immer noch ein Ausrüstungsgegenstand. Also für das, was ich brauche ich mehr Betten. Ich brauche einfach viel mehr Betten. Ich weiß nicht, ob du die craften kannst. Dungeon-Betten? Ich glaube nicht, ne? Naja, ich glaube auch mal nicht. Ich glaube, das ist zu exquisit. Ja, das denke ich auch. 4, 6, 7, 8.
Ja, doch, so mache ich das. Den Eingang mache ich auf jeden Fall in eine richtig schöne Truhe. Da kann man dann gleich schon mal seine Würde liegen lassen. So. Ja, das ist gut. Würde liegen lassen. Aber Captain Hero, hast du nicht Immunität? Ich habe meine Immunität in einer Badeanstalt verloren. Captain Hero, ich dachte, du hast dir den Hoden entfernen lassen. Nein, ich habe mir den Hodensack entfernt. What the fuck, Alter? Seid nicht mit diesem Typen los. Bester Mann. Ist immerhin ein tiefer Charakter. Ja, das stimmt wohl. So, hier und so. Schön Servus, symmetrisch. Moin. Servus. Ach ja, der Typ, Alter. Wie heißt der denn nochmal? Gurkensohn. Ach ja. Gurkensohn, Alter. So. Fünf. Und dann mache ich hier nochmal. So. Oh. Das mache ich nochmal. Also das mit den paar Betten, nee, das ist echt arm. Das ist doch Gina nicht würdig. Nimm doch andere. Vielleicht gibt es ja so richtige Himmelbetten oder so. Alter, stimmt. Ich guck nochmal nach. Richtig Paradise-mäßig. Und die Flagge mache ich mal hier direkt zu den Pinguinen. So dass, wenn neue kommen, sie immer hier an diesem Pinguingehege stehen, oder? Mhm. Gibt es sowas wie einen Kamin? Nee, ne? Glaube nicht, nein. Oh, schade. Ich dachte, es gab vielleicht aus der Schneetiefe solche geilen Betten. Oh, wir haben einen Esstisch aus Gold. Na, da komm, das muss ich ja wohl nehmen. Auf jeden Fall. Alter. Gina hat nichts Geringeres verdient. Auf jeden Fall. Luxurious, jo. Hier sind noch die ganzen Holzsachen. Eine Palmbank ist aber auch exotisch. Die sieht auch wirklich anders aus, einfach. Dann den Schreibtisch, wenn ich den so baue. Ja, das sieht besser aus. So. Hier diese komischen Kerzenständer.